Farid, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. So. Ach so, du wolltest direkt mal einen Zaubertrick vorführen? Ich war mittlerweile so oft hier und das letzte Mal vor ein paar Monaten haben wir ein Auto erscheinen lassen, dass ich mir dieses Mal vorgenommen habe, einfach mal das Studiopublikum zu verzaubern. Und das hat natürlich auch den Vorteil, dass ich deinen Blicken im Nacken entgehe und einfach mal. Okay. Ja, leg los. Dankeschön. Hast du ja was gedacht? Ja, ich bin mal gespannt. So. Werde Teil der Show Inside Magic ist der Titel für mein neues Gala-Programm und für meine neue Bühnenshow. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir könnten einfach mal heute eine Person hier Teil der Show werden lassen. Ich brauche eine Person aus dem Publikum und die soll zufällig ausgewählt werden. Mit den schwarzen Locken. Hallo. Einmal bitte aufstehen. Wie heißt du? Sehr schön. Und du suchst dir, wir brauchen eine Person. Eine Person, von der ich ein Foto mache. Okay? Und ich werde gleich eine Reihe durchgehen mit meiner Fotokamera, mit meinem Handy. Und du sagst dann irgendwo Stopp. Welche Reihe sollen wir nehmen? Zweite. Die zweite von mir. Eins, zwei, die Reihe hier. Okay, sehr gut. Dann gehe ich mal da rein und werde einfach mal hier rüber. Du sagst jetzt irgendwo Stopp. So. So. Hier, bei der jungen Dame. Okay, dann darf ich einmal ein Foto machen. So. Das ist dein Mikrofon. Du heißt? Shirin. Wie? Shirin. Shirin. Sehr schön. Du kommst aus? Okay, also gebürtig aus Mannheim. Aus Mannheim. Mhm. Okay. Sehr gut. Heutzutage sind wir im Twitter-Facebook-Zeitalter. Alles wird getwittert, alles wird auf Facebook gepostet. Und wenn man Magier ist, dann hat man den einen Vorteil, dass man bestimmte Sachen schon im Vorfeld posten kann. Und so kam es, heute ist Dienstag, richtig? Für diejenigen, die sagen, es wird voraufgezeichnet. Nein, wir haben Dienstag. So kam es, dass ich gestern Abend, Montagabend, etwas gepostet habe im Internet. Auf meiner Twitter-Seite, auf meiner Facebook-Seite. Das kann jeder zu Hause überprüfen. Und ich habe den Beitrag einfach mal ausgedruckt. Okay, und hier in meinem Handy. Habe ich das Ganze ausgedruckt. Und da habe ich Folgendes gesehen. Ich stelle mir meine Traumfrau, ein Tagtraum, mit roten Fingernägeln, mit passendem roten Schal, einer dunklen Jeans vor. Können wir das mal? Rote Fingernägel? Roter Schal? Dunkle Jeans? Und da steht noch was? Ein Tattoo auf der Schulter. Kommt das hin? Habe ich. Kannst du uns das zeigen oder bist du gerade zu... Links. Hoffe ich links. Sieht man das? Das ist meine Traumfrau, die Frau aus meinem Traum. Ja, schau mal. Okay. Das war nur zum Warmmachen. Das war nur zum Warmmachen. Wer hat einen Geldschein für mich, den er mir borgen kann? Hier, irgendwelche Geldscheine? Was habt ihr so? Alle mal die Geldscheine rausnehmen? Was habt ihr so für Geldscheine? 10er? Hat jemand einen höheren Geldschein? 20er vielleicht? Wo? 50er? 20? Wo? Ich nehme den 20er da oben. Gibst du die nach vorne durch? Weiter, jetzt ist es ein 10er, jetzt ist es ein 5er. Okay, sehr gut. Du heißt? Wie heißt du? Matze, sehr gut. Wir brauchen noch eine Unterschrift. Unterschreibst du mal drauf? So, einmal groß in der Mitte drauf unterschreiben. Bitte? Der ist wasserfest, ja. Sehr gut, dann gibst du mir zurück. Ich habe einen Zauberkasten, den Stift kannst du noch ein bisschen behalten. Ich habe einen Zauberkasten rausgebracht. Und ich zeige heute mein Kunststück, mein allererstes, das ich mit 7 Jahren vorgeführt habe. Damals noch mit einem 20-D-Mark-Schein. Wichtig ist, dass der Geldschein gerade gehalten wird und richtig rum, sodass man die 20 gut lesen kann. Und wenn ich den Geldschein jetzt nehme und zusammenfalte, und ihn wieder auffalte, dann hat er sich rumgedreht. Gut, damals war ich 7. Heute ist die Erwartungshaltung ein bisschen gestiegen. Durch die Fernsehshows. Deswegen zeige ich das Ganze nochmal. Wir nehmen den Geldschein, richtig rumgehalten, falten ihn zusammen. Wir konzentrieren uns aber diesmal alle gemeinsam auf meinen Zauberkasten, der überall im Handel ist.
und falten den zusammen und drehen ihn. Und mit dem Alter habe ich ihn auf eine sehr, sehr spezielle Art und Weise gedreht. Und zwar von oben nach unten, von links nach rechts, von innen nach außen. Und das Interessante ist, die Unterschrift ist wirklich drauf. Dein echter Geldschein, ich nehme den noch mit nach vorne. Vielen Dank und setz dich mal zu dir. Kann ich mal sehen? Das ist ja... Das ist ja lustig, ne? Das ist ja echt lustig. Kennen Sie die? Kennen Sie ihn? Können Sie wirklich? Das ist ja Wahnsinn. Also ich zeige alle Kunststücke auch in meiner abendfüllenden Show. Der ist auch in deinem Kasten drin? Oder geht das, ist das nur mit... In meinem Kasten ist sogar noch ein besseres Kunststück. Da verwandelt sich ein Geldschein nämlich 7-8 Mal in einen chinesischen, in einen indischen Geldschein, in einen... Das kommt drauf an, das ist ja da erst dann lustig, wenn die Währung dann mehr wert ist als die eigene. Das stimmt natürlich, aber generell... Aber das ist ja echt verrückt. Sie haben das eben unterschrieben, ne? Der ist ja auch zusammen, der Schein. Und der sieht auch so aus... Als wäre der hat ja gar keine, ist ja gar nicht zusammengeklebt und so. Das ist aber auch richtiges Scheinmaterial. Nee, das ist ein echter Geldschein. Das ist lustig. Das kann ja nur ein Trick sein, weil richtig zaubern kannst du ja wahrscheinlich. Wer kann das schon? Mit dem Zauberkasten kommt man dem auf jeden Fall ein ganzes Stück näher. Kannst du den auch wieder zu einem richtigen Schein machen? So bin ich nicht. Aber ich glaube, er ist jetzt sogar mehr wert als vorher. Und würde einfach mal das Wort eBay in den Raum werfen. Das ist echt interessant. So, hier, das ist dein Zauberkasten. Da sind neben diesen Tricks noch andere drin. Mhm. Ja? Man kann Geldscheine schweben lassen, man kann selbst vom Boden abheben. Solche genau. Kann man das hier zeigen oder würde man dann den Trick verraten? Ja, wenn wir es jetzt aufmachen und die Gimmicks rausnehmen, wird es natürlich ein bisschen schwierig. Aber ja, generell okay. Ist halt wirklich für jeden was dabei. Also es ist von jung bis alt. Jetzt wird nicht nur in der Schule gezaubert, sondern auch in Diskotheken oder am Arbeitsplatz. Das mit dem Schein, das finde ich verblüffend. Ja, auch keine Klebestellen, das kann man ja nicht machen. Das wäre ja auch Geldfälschung, wenn du solche Sachen... Ich habe schon mal Anrufe der Landeszentralbank bekommen, beziehungsweise mein Management. Aber nee, das ist wirklich nicht geklebt. Ist auch Wasserzeichen drin, alles. Ja, aber wir können ja noch... Können wir das nachher mal in Zeitlupe gucken? Nützt nichts. Ja, wirklich verblüffende Spiele. Hier ist auch der unglaubliche Becher drin. Der unglaubliche Becher, das stimmt. Ja. Der ist wirklich unglaublich. Ich habe immer noch Gänsehaut. Und du bist auf Tour? Ich bin auf Tour. In Stuttgart spiele ich noch 8 Shows in diesem November. Machst du dann nur Tricks, schon ausverkauft? Nur Tricks aus deinem Zauberkasten oder auch noch Sachen, die nicht im Zauberkasten sind? Nein. Also wir lassen Autos erscheinen, beeinflussen das Wetter und... Das ist ja Wahnsinn. Das ist Ihre Unterschrift. Da sind Sie sicher, ne? Also ich habe ihn jetzt noch nicht vom Namen gesehen. Bitte? Ich habe ihn jetzt noch nicht von Namen gesehen, aber ich habe auf dem vorigen... Darf ich es da mal zeigen? Natürlich. Das ist echt verblüffend. Ne? Das selber ist echt wach. Hier, das sieht gut aus, oder? Schauen Sie mal. Das ist meine Unterschrift. Ist ja Wahnsinn. Ja, toll. Darf sie den Schein behalten? Ja, aber ich glaube, er kommt von da oben. Ist ja Ihre, oder? Möchte ihn wieder zurückhaben. Aber damit kann man nichts mehr anfangen, oder? Damit man nicht mit bezahlen können. Ja, du kannst noch drauf unterschreiben und dann würde ich wirklich mal die eBay-Auktion beobachten. Bitte? Autogramm. Von dir? Ja, von dir erstmal. Oder von mir? Von beiden. Na gut, da schreibe ich mal drauf. Nicht, dass da die Polizei zu mir kommt und sagt nachher, sie haben der Rat hat den Schein gefälscht. Der Mann hat aber jetzt 20 Euro weniger, oder? Damit kann man ja nicht bezahlen. Das stimmt. Ja. So, ja, da reichen wir kurz durch, ne? Ja, eine tolle Sache, interessant. Wir werden nie dahinter kommen, meine Damen und Herren. Die Magie ist ein unergründliches Feld der Quacksalberei. So, vielen Dank, dass du bei uns warst. Viel Erfolg mit deinem Programm und deinem Zauberkasten. Farid, meine Damen und Herren. Dankeschön.